Deadline Day, Deadline Day und Deadline Day, aber international. Das sind die unglaublich vielfältigen Themen des Tages. Mein Name ist Flo, es ist Tag 2 des Wir vermissen Nico-Monats. Los geht's. Und wie gesagt, Deadline Day war gestern und wir fangen mal in der Bundesliga an und gehen zu Eintracht Frankfurt. Da gibt es einige Updates und zwar Ante Rebic geht für 2 Jahre zum AC Milan. Dafür kommt André Silva auf Leihbasis ebenfalls für 2 Jahre zur Eintracht. Das bestätigte Freddy Bobic und dann am Ende auch die Eintracht selber. Dafür verlässt ein anderer Adler die Eintracht und zwar wird der Vertrag von Marc Stendera aufgelöst bzw. wurde das schon und dieser schließt sich dann Hannover 96 in der 2. Bundesliga an. Viel Glück, Marc Stendera. Und auch bei Patrick Schick gibt es Neuigkeiten und zwar offizielle Zahlen. RB Leipzig leiht den 23-Jährigen von der AS Rom erstmal 1 Jahr aus. 3,5 Millionen Euro beträgt die Leihgebühr, kann durch Boni noch auf 4 Millionen Euro steigen und bei erneuter Champions League Qualifikation, also für 2020/21, kann man ihn dann per Kaufoption für 29 Millionen Euro fest verpflichten und das wäre dann der Rekordeinkauf der Roten Bullen. Offiziell ist auch der Wechsel auf Leihbasis von Werder Bremen zum HSV von Martin Hanek und bei Aufstieg des HSV gibt es eine Kaufoption bzw. sogar einen Kaufzwang über 1 Million Euro. Aber nicht nur das ist beim HSV gestern Abend noch gelaufen, sondern auch, man hat ein großes Talent verloren, nämlich Berkay Özcan. Zumindest zeitweise, denn er schließt sich für 1 Jahr Istanbul Başakşehir hier an. Und zwar einfach, weil er keine Perspektive bzw. weil der Trainer für ihn keinen Platz in der ersten Mannschaft sieht. Hertha BSC sichert sich am Deadline Day auch nochmal einen richtig guten Transfer und zwar auf Leihbasis kommt Marius Wolf für die rechte Außenbahn, sowohl für die Verteidigung als auch für den Angriff vom BVB. Die Kaufoption nach 1 Jahr Leihe beträgt 20 Millionen Euro. Und jetzt will ich von euch wissen, ist das zu viel für Marius Wolf oder genau richtig? Der SC Freiburg hatte ja seine Transferaktivitäten eigentlich abgeschlossen, aber jetzt hat es sich doch nochmal ergeben und man verpflichtet Vincenzo Grifo. Die Rückkehr 2.0, diesmal nicht auf Leihbasis, sondern für einen festen Preis von 7 Millionen Euro. Die überweist man an die TSG aus Hoffenheim und ganz ehrlich, ich finde es richtig geil. Bei Hoffenheim hat er nie so wirklich zeigen können, was er konnte und dann letztes Jahr mit der Leihe zum SC Freiburg, da ist er nochmal richtig aufgeblüht und ich finde es genau den richtigen Schritt für Grifo. Eigentlich waren zugangsseitig unsere Aktivitäten beendet. Als sich jetzt jedoch kurzfristig die Option ergab, Vince fest zu verpflichten, mussten wir nochmal handeln, erklärte Freiburgs Vorstand Jochen Seyer. Die Erfahrungen in der Vergangenheit, seine sportlichen Qualitäten und seine hohe Identifikation mit dem Sportclub veranlassten uns zu diesem Schritt. Auch 7 Millionen Euro könnte Leonardo Bittencourt kosten, denn die TSG Hoffenheim verleiht ihn an Werder Bremen. Die neue Nummer 10 an der Weser bekommt eben einen Leihvertrag über 1 Jahr und könnte dann eine Kaufoption gezogen bekommen über 7 Millionen Euro. Wir haben Leonardo schon länger im Blick und waren im letzten Jahr bereits an einer Verpflichtung interessiert und daher sind wir froh, auch mit Blick auf die angespannte Personalsituation in unserem Kader, dass es jetzt geklappt hat, erklärte Werders Geschäftsführer Frank Baumann. So, und das war's mit den Bundesliga-Transfers, die gestern noch so passiert sind. Wenn ich was vergessen habe, schreibt's gerne in die Kommentare für alle anderen zum Updaten. Und jetzt gehen wir auf die Reise in die internationalen Gefilde und gucken erstmal auf PSG und Real Madrid, denn da gab es einen Torhüter-Swap, beziehungsweise nicht ganz Swap, denn Keylor Navas geht von den Königlichen zu PSG für 13 Millionen Euro und im Gegenzug kommt auf Leihbasis Alphonse Areola zu Real Madrid. Paris bindet damit einen richtig guten Torhüter bis 2023, so lange geht sein Vertrag in Paris. Auf der anderen Seite kommt Alphonse Areola eben wirklich nur 1 Jahr und anscheinend gibt es auch keine Kaufoption für den Franzosen. Das hat zumindest PSG so geschrieben. Und auch in der Offensive verstärkt sich PSG nochmal und zwar mit Inter Mailands Mauro Icardi. Die Streitigkeiten zwischen Icardi und Inter sind jetzt beendet, allerdings erstmal nur auf Zeit. Denn 1 Jahr kommt er auf Leihbasis zu PSG und dann gibt es eine Kaufoption über 70.000. Das wäre ein bisschen wenig. 70 Millionen Euro. Und falls diese Kaufoption gezogen wird, würde er dann der Rekordabgang von Inter Mailand sein. Das ist bisher Zlatan Ibrahimovic mit 500.000 Euro weniger, nämlich 69,5 Millionen. Inter Mailand war aber so schlau und hat sich auf alle Eventualitäten vorbereitet, denn falls diese Option von PSG nicht gezogen wird, wird der Vertrag von Mauro Icardi bei Inter automatisch um 1 weiteres Jahr verlängert. Der Vertrag geht ja noch bis 2021 und es wäre dann sein letztes Vertragsjahr. Der verlängert sich dann aber, um eben mehr Handlungsspielraum beim Verkauf zu haben. Schlau gemacht.
Und es gibt auch einen neuen Verein für den Lord. Niklas Bendtner schließt sich seinem Heimatverein FC Kopenhagen an. Das bestätigte der dänische Verein Dienstagnacht, beziehungsweise in der Nacht von Montag zu Dienstag. Er kommt von Rosenborg BK und eine Ablösesumme gibt es anscheinend nicht. Oder ich kenne sie nicht. Schaut auf jeden Fall in die OneFootball-App, da wird alles nochmal upgedatet, falls es neue Informationen gibt. Und allen, denen der Name Alen Halilovic noch was sagt, der kroatische Messi, der hat jetzt seinen ungefähr 500. Club in seiner Karriere, und zwar der SC Heerenveen. Dorthin geht er jetzt erstmal von Standard Lüttich, wo er eigentlich hin ausgeliehen war, vom AC Mailand. Und auch der FC Barcelona hat nochmal zugeschlagen, allerdings nicht mit einem Transfer für diese Saison, sondern für den 1. Juli 2020. Dann kommt nämlich Pedri, ein 16- bzw. dann 17-jähriges Talent von UD Las Palmas aus der zweiten spanischen Liga. Der jetzt noch 16-jährige Offensivspieler bekommt dann einen Vertrag beim FC Barcelona über 2 Jahre mit einer Option, diesen noch um 2 weitere Jahre zu verlängern. Bei UD Las Palmas gehört er seit dieser Saison erst zum Profikader und ist unabdingbarer Startelfspieler unter Pepe Mel. Der hat jedes Spiel, na gut, es waren bisher erst 3, aber trotzdem alle 3 Spiele von Anfang an bestritten. Und das ist für einen 16-Jährigen gar nicht mal so schlecht. Und jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt, schreibt unten in die Kommentare euer Lieblingsverein. Hat er ein gutes Transferfenster hinter sich oder hättet ihr euch noch mehr gewünscht? Wie gesagt, schreibt das alles unten in die Kommentare. Hier findet ihr noch 2 andere Videos, klickt drauf, es lohnt sich auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal.